Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe letztens den Vlog prompt beenden müssen, weil ich total, also ich musste mich total übergeben. Und das war nicht so schön. Ich habe mich in dieser Schwangerschaft bis jetzt zweimal übergeben. Und ja, ich hoffe, das hört jetzt auf. Ab Sonntag bin ich in der zwölften Schwangerschaftswoche. Und übermorgen habe ich meinen Frauenarzttermin. Da bin ich gespannt, was es gibt, was es Neues gibt. Und ja, jetzt mache ich Pizza. Oder hat total Lust auf Pizza mit viel Käse. Wir haben zwar letztens bei meiner Mama Pizza gegessen, aber sie tut wenig Käse drauf und Audrey mag das mit sehr viel Käse. Ich habe jetzt Oliven rausgeholt, Mais, Thunfisch. Ist das Thunfisch? Hier. Und Mozzarella haben wir im Kühlschrank. Ja, dann mache ich schnell die Pizza. Und weil ich gehe jetzt gleich raus mit Lena. Wir treffen uns nämlich mit meiner Mama. Sie ist auch gerade aufgewacht. Und dann denke ich mal, mal schauen, ob wir heute was kaufen. Ich habe noch nichts für den Urlaub und wir fliegen in 3-4 Wochen. Ich bin schon total aufgeregt. Ich freue mich so sehr. Das wird das erste Mal sein, dass ich in ein Hotel fliege. Also mit Audrey zusammen. Also allgemein. Ich war noch nie im Hotel. Also im Hotel war ich, aber noch nie. In einem 5-Sterne-Hotel mit 5-Sterne-Hotel mit All-Inclusive. Genau. Und sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Ich mache jetzt die Pizza, wie gesagt, und danach melde ich mich gleich bei euch. Ich mache das jetzt schnell. Da gibt es auch nichts zu zeigen. Ne? Ist ja alles schon fertig. Ich muss das nur beschmücken und das war's. Achso, ich muss noch den Käse reiben. Also es geht ja auch schnell. Ich schaue mal, ob eins reicht. Obwohl, ich habe hier noch geraspelten Käse. Ja. In der Mitte zu stehen, ist der noch gilt. Ja. Kann man noch benutzen. Ja, ihr Lieben, ich mache das kurz, danach melde ich mich bei euch. Und so, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich habe ein Stück Pizza gegessen. Audrey hat sehr viel gegessen, das hat dann total geschmeckt. Ich mache hier über die Tomatensoße nochmal Sauce Hollandaise. Das schmeckt so, so gut. Also so streifenweise. Super, super lecker. Ich kannte das vorher nicht. Und ja, ansonsten waren wir jetzt draußen, sind gerade reingekommen. Ich habe Lina diese Box hier gekauft bei Rossmann. Das ist so ein Badegeschenkset mit Sammelfigur. Und das hat nur 4,79 € gekostet. Da sind zwei Knisterbäder drin, eine Zaubermuschel, zweimal Badefarben und ein Badeschaum. Ich mache das jetzt für Lina auf. Und ja, war sehr schön heute mit Lina. Wir haben nichts gekriegt. Ich habe 20 € ausgegeben, also 5 € dafür. Dann für Eis 5 € ungefähr. Dann war Lina auf den Spielzeugen drauf, also auf den Autos und so. Und die restlichen 5 € für Pommes und so ein Brötchen von Backwerk. Kennt ihr das? Ihr kauft nichts, aber 20 € sind weg. So, übrigens habe ich heute meine Schwangerschaftsleggings angezogen. Mir passt, also ich kriege keine Hose mehr zu und das ist total unbequem. Das ist auch nicht gut. Und ich zeige euch mal meinen Bauch. Moment. Ihr werdet euch jetzt denken, hey, im 12. Monat und schon ein Bauch, aber Leute, dafür kann ich nichts. Seht ihr das? Aber süß, oder? Also ich genieße das, dass man das jetzt schon sehen kann. Und ich will aber noch nichts kaufen, weil ich will bis übermorgen warten. Also nach dem Arzttermin kann ich, klar, es kann jederzeit was passieren, aber in diesen 12 Wochen, ne, da, du kannst deine Schwangerschaft, du kannst sie wirklich nicht genießen, weil du dir jedes Mal einen Kopf machst, weil du dir denkst, habe ich jetzt zu schwer gehoben, habe ich mich jetzt falsch bewegt. Das ist voll scheiße. Ja, ich bin froh, wenn die 12 Wochen um sind und dann können Schwangerschaftsklamotten her. Ich habe heute bei Allsay ein sehr, sehr schönes Kleid für 50 € gesehen. Ein bisschen teuer, meiner Meinung nach, weil die Kleider, die ich gekauft habe, zum Beispiel das von H&M, wo ihr letztens meintet, das sieht voll schön aus mit den Blumen, dafür habe ich, glaube ich, 15, 20 € bezahlt und das ist sehr, sehr schön. Das war aber reduziert. Ja, ich werde aber in der Türkei bei Elsi, Vakiki und so einkaufen gehen. Weil das Einkaufszentrum ist nur 1 Kilometer von uns entfernt. Oder wer ist das denn? Ja. Guten Morgen, ihr Lieben.
Heute ist schon der nächste Tag. Nein, kein Eis. Wir haben 9 Uhr morgens. Ich glaube, es hackt. So, Audit ist gerade zum Friseur. Der hat die heute frei. Ich habe gerade das Fenster geputzt. Was denn? Und den Fernsehen. Lena hat wieder mal dran getatscht. Und die Wohnung riecht jetzt schon sehr gut. Also ich brauche kein Spray mehr. So ein Duftspray. Wenn man diesen Glasreiniger benutzt, dann riecht das keine Ahnung wie lange. Was willst du? Jetzt hier bitte. Hier, nimm dir einen Löffel. Oh, Dina. Genau, wie ich aussehe. Audit ist jetzt zum Friseur. Und danach gehen wir später einkaufen für den Urlaub. Also was heißt einkaufen für den Urlaub? Wir gehen zu DM. Und ich wollte da ein paar... Also wir brauchen Sonnencremes. Danach Shampoo wollte ich kaufen von Schauma, dass wir das beide benutzen können. Lina! Moment, Leute. So, genau. Also wir müssen noch ein paar Sachen kaufen. Shampoo und so. Sonnencremes. Und meinen Badeanzug kaufe ich erst, wenn ich, also eine Woche bevor wir fliegen oder so. Weil ich nicht weiß, wie dick mein Bauch wird bis dahin. Und ich will auch nichts, was zu eng ist. Lina, Dirk Jackson, Dirk Jackson! Mama! Mama, Dirk Jackson! Was, Dirk Jackson? Sie macht ihren Löffel immer bis zum Rand voll, ne? Ich verstehe das nicht. Ess doch wenig. Nimm doch erstmal ein bisschen. Genießen, weißt du? Genießen. Genau, ich warte jetzt auf Audit und danach melden wir uns bestimmt von draußen oder noch von zu Hause. Ich mache mich jetzt erstmal fertig. Ich sehe katastrophal kaputt aus. Ich muss meine Augenbrauen zupfen. Habe ich auch sehr lange nicht mehr gemacht. Kein Bock. Na. Gell, Bruder, ja. Gell? Papa nie ma gdzie. A macie jakieś niczka ręcze. So, ihr Lieben, wir waren gerade bei DM. Ich zeige euch mal kurz, was wir für den Urlaub alles gekauft haben. Und zwar einmal so ein Weltentdecker-Set für Lina. Da ist ein Dusch und... Ach so, hier ist schon Shampoo drin, Schatz. Also einmal Shampoo, hier das erste. Sonnenmilch, Insektenschutzspray und so eine Kühlcreme. Ich denke mal, das reicht für Lina auch. Dann habe ich einmal für Audrey und mich von Sundance Sonnenmilch gekauft und das riecht voll nach Urlaub. Boah, Schatz, musst du draufschmieren und an dir riechen. Ne? Denkst du, du bist im Urlaub? Dann einmal nochmal für Lina so eine Sonnenmilch, falls wir schwimmen. Lina, bitte, Bobo, bitte, ja. Mama! Gib das her. Gabriel, zu dir. Gabriel. Mama! Ja, das gehört Baba. Was machen wir jetzt? Ja, was schon wieder? Zieh mal die Jacke aus, bevor du dich streckst. Bitte komm. Das ist scharf. Backböde, der passt dann eben in Kiste dich. Dann hast du Aua, Aua. Das ist ein Baba, komm. Jetzt aber schon schick, jetzt gehen wir um die Kiste, komm. Ich kann nicht chillen, Lina. Nein! Was macht doch mein Tisch hier? So, dann habe ich gekauft so eine Spülung. Die benutze ich immer. Dann hat Audit einmal Zahnbürsten gekauft. Schatz, ich habe doch letztens 3 Stück gekauft. Zahnbürsten. Das ist für Urlaub. Dann einmal reinigendes Waschgel, auch für Lina. Unsere Zahnpasta. Dann einmal ein Deo. Rasierer. Auch ein Shampoo für uns, für den Urlaub. Und für Lina Schwimmwindeln. Das sind jetzt insgesamt 10 Stück. Also 20 Stück. Das war's auch. Mehr haben wir nicht gekocht. Wir grillen jetzt gleich und Audrey macht gerade das Fleisch vor.
Für wen ist das ganze Fleisch? Für mich, für meinen Vater, für wen sonst? Schatz, du meinst, so schaffst du das? Was denn? Das alles zu essen? Ja. Jo. Mit Shiran habe ich doch 1,5 Kilo gegessen. 2 Kilo. Wie viel ist das? Was? 2 Kilo? 1,7 Kilo. Leute, ich liebe diese, ich liebe diese. Und was machst du da, Lina? Mama! Das ist gefährlich, ne? So, wir essen jetzt unseres. Das ist unsere Wurst. Das ist Linas Wurst. Und der Tisch ist auch noch reichlich bedeckt. Und der Herr ist am Grillen. Der ist gerade auf dem Balkon. Pepe. Sieht gut aus, oder? Bisschen verwackt, aber schmeckt. Scheiße, die werden uns verfluchen. Dich. Aber selber. Ich esse nur Würstchen. 10 Brötchen gegessen. Tschüss. 2 ich, 2 Nina. So, wir haben jetzt gegessen. Und der Tisch sieht auch dementsprechend aus. Wir sind gerade auf dem Balkon und Lina guckt sich ein paar Videos an. Fokussiert auch. Übrigens habe ich eben geduscht, bevor wir gegrillt haben. Aber ich habe mich nicht abgeschminkt. Ja, das Essen hat super geschmeckt. Ich bin voll, ich kann nicht mehr. Und ja. Aber? Hm? Aber? Shivan ist auf Klo. Toilette. Genau. Vielleicht brauchen wir nichts mehr. Nix. Ey, Lina, bah! Du hast gepupst. Eis. Hä? Eis. Du hast Eis gegessen, ne? Ja. Ja. Nee. So, ihr Lieben, Shivan ist jetzt weg. Und der muss arbeiten gehen, aber das ist kurz zur Tankstelle, weil ich habe morgens voll Bock auf Frischkäse immer. Und... Sorry. Ich habe morgens immer voll Bock auf... Oh, mir ist gerade voll schlecht geworden. Sorry. Also heute ist mir jetzt das erste Mal schlecht geworden. Genau. Dann habe ich dem gesagt, der Brötchen mitbringt zum Aufbacken von der Tankstelle. Ich glaube, wir morgen früh nicht laufen müssen, weil wir müssen um 10.40 Uhr beim Arzt sein. Wir haben nämlich einen Frauenarzttermin. Übrigens hat mir jemand empfohlen, Cranberry-Saft zu trinken. Den trinke ich jetzt auch. Der ist ein bisschen sauer, aber so lecker. Wenn er kalt ist, ist er so erfrischend. Das sollte total gut sein. Ja. Den trinke ich jetzt. Und die Säfte von Rossmann und so, die kann ich gar nicht abhaben. Also die schmecken mir gar nicht. Deswegen kann ich das auch nicht trinken. Ja, Baba spielt das gleich weiter. Ansonsten muss ich eigentlich noch Wäsche aufhängen. Wir haben lecker gegrillt, gegessen. Ja. Ich bin gespannt, was meine Frauenärztin sagt. Ich denke mal, ich nehme euch mit. Wir haben kein Ei mehr. Ei, bitte. Kann ich das zu dir gehen?